Einen wunderschönen guten Morgen und frohes neues Jahr. Wir haben heute den zweiten Dienstag. 2024 hat offiziell begonnen und damit auch der neue Trainingsblock. Hatte gestern schon meine erste Einheit hinter mir, war relativ hart nach der Deload Week. Heute beginnt der Ernst des Lebens wieder. Ich hatte im Dezember über nicht ganz so viel Stress, was auch schön war. Heute wieder der Tag vollgepackt mit Personal Trainings. Heißt, ich muss gucken, wie ich mein Training drumherum plane. Aber der Tag ist auch nicht so wild. Sehr viel Oberkörper und Gymnastics. Gestern war es sehr viel Snatches, Back Squats, knackiges Workout, Accessory Work. Bin auf dem Weg gerade in die Box. Muss mein Training so ein bisschen splitten. Von daher mache ich jetzt gleich das vorgeschriebene Warm-up. Bisschen Bench Press und Gorilla Rows. Und das Accessory Work. Das lange Gymnastic Conditioning Workout mache ich dann zwischen den ganzen Stunden und PTs. Ja, ist wieder ein bisschen stressiger, aber irgendwie kriegt man das alles schon gebacken. Aber ich habe Bock. Bock richtig hart reinzuböllern. Erster Teil des Trainings ist beendet. Jetzt wird sich noch kurz was Essen reingenehmigt, Overnight Oats. Und dann beginnt der Arbeitsalltag. Habe jetzt ein Personal Training, muss dann eine Stunde fürs Power ausgeben und habe dann noch weitere 3 Personal Trainings. Also ordentlich was zu tun. Und dazwischen muss ich es noch irgendwie schaffen, die Gymnastic Conditioning Workouts reinzuhauen. Wird schon. Und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von Neujahrsvorsätzen haltet. Ich bin kein riesen Fan davon, mache mir auch keine wirklichen Vorsätze, denn meistens werden die eh nur gebrochen. Von daher, bei mir geht es so weiter wie immer. Family, viel Arbeit und hartes Training. Schaut mal, was angekommen ist. Endlich. Die fehlenden Langhanteln und die fehlenden Pull-Up-Bars werden heute direkt noch angebracht. Ich habe jetzt kurz Zeit, noch die Intervalle, die Gymnastik-Intervalle zu machen, aber auch wirklich nur eine Stunde. Danach kommt auch schon das nächste PT. Also der Jahresanfang ist stressig. We'll be right back.
Die Intervalle haben richtig Spaß gemacht. Also wenn ihr mal Gymnastics unter Belastung trainieren wollt, ist das das perfekte Ding. Zwischen euren 4 bis 5 Sätzen lasst auch nur die 1 Minute Pause, dass ihr wirklich kaum Pausen habt. Und ich habe nur 4 Sätze von einem gemacht, weil ich ein bisschen unter Zeitdruck war, aber 5 Sätze ist vollkommen machbar und auch gutes Volumen. Schnapsel, kommst du mir helfen? Also ich trainiere schon seit Jahren mit der XF-Bar von Eleiko. Da ist noch immer nichts dran, die dreht sich noch immer perfekt. Die Haptik ist brutal. Also lohnt sich schon, wenn man viel mit der Langhantel arbeitet, da zu investieren. Ja, jetzt haben wir noch 2 Männerbars zu den Frauenbars endlich dazu bekommen. Dann reicht das hier für die Openbox auch. Glänzt immer so schön, kommt bestimmt im Video nicht so rüber. Aber sind schon schöne Bars. Und immer eine eigene Bürste dabei, die magnetisch ist. Ihr kennt noch mein altes Pappelproblem im Auto. Das hat sich jetzt irgendwie ein bisschen verlagert. Da unten ist auch komplett Pappe drin. Also wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der gerne Pappe abholen möchte, hey, ihr wisst, wo das Powerhouse ist. Was ist los? Ist hier regelmäßiges Training? Ja, hör mal. Muss ich ja überholen. Du brauchst einen Gegner. Regelmäßiger Friseur ist nicht? Nee, die werden jetzt wieder lang. Ist es immer wieder bei der Phase? Ja, aber entsteht durch Faulheit. Sag mal, ist zwischen den runden Rest? Nee, 1 Minute bleibt. Was bleibt? Nach den ganzen? Du machst 4 bis 5 Sätze. Und dann 1 Minute Rest. Und dann kommen die nächsten 4 bis 5 Sätze. Aber da hätte man auch streichen können, den Rest. Warum? 1 Minute Rest. Zwischen den ganzen. Zwischen dem und dem. 1 Minute Rest. Bleibt 1 Minute Rest. Du beantwortest mir meine Frage nicht. Nach der Runde jeweils immer Rest oder nach den 4 Sätzen? Nein, du machst einen Satz, 1 Minute Rest. Aha, danke. Ich wusste nicht, dass du jetzt kein Programming mehr lesen kannst. Nein. Sonst stand da ja 4 Rounds. Das ist geführtes Training. 4 Rounds stand sonst da. Okay, geführtes Training. Ja. Wenn ich den Programmer hier hab. Wir haben ja eben das Pappe-Problem angesprochen. Jetzt wird es immer mehr Pappe. Das Ganze muss ich jetzt noch ans Rack anbringen. Hilfst du mir, Kevin? Nein. Sicher? Nein, danke. Okay. Schade. Ich könnte mich gerade ein bisschen aufregen. Also, das geht alles super dran. Das ist alles vollkommen fein. Aber wieso macht man so eine Halterung? Jetzt mal ernsthaft. Also hier kommt man mit einem Maulschlüssel rein. Ich habe einen 24er Maulschlüssel und ich habe eine 24er Ratsche. Wenn du eine anbringst, wie auf der anderen Seite hier, vollkommen fein. Sobald du 2 anbringen möchtest, kommst du mit der Ratsche oder mit der Nuss hier nicht rein. Oder vor allem hier unten nicht. Jetzt kann ich nicht anbringen, jetzt habe ich nur einen 24er Maulschlüssel. So, das sitzt schon mal, in der Mitte halt noch nicht. Ich hatte Hilfe, den Weihnachtsmann, der muss jetzt auch irgendwie noch einen anderen Job haben. Damit geht ein arbeitsreicher Tag zu Ende. Wir haben jetzt 16 Uhr, ich bin auf dem Weg nach Hause. Und vielleicht schaffe ich es heute Abend noch, wenn der Kleine im Bett liegt, in den Keller zu gehen und ein bisschen Zone 2 zu fahren, so 45 Minuten. Das würde eigentlich perfekt in den Tag reinpassen. Bisschen Kraft, bisschen Skill, Conditioning gehabt und dann abends noch Zone 2. Aber wenn ich mich dann zu kaputt fühle, dann werde ich das natürlich nicht machen. Damit kommen wir aber auch schon zum Ende vom Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht trotzdem. Haut rein, bis zum nächsten Mal.